Heute möchte ich dir 10 Dinge mitgeben, die mir als Routine dabei helfen, mehr Energie zu haben, gesünder zu sein, fokussierter zu sein, Business mit Fitness zu kombinieren, die mir einfach einen enormen Benefit geben, den ich auch dir teilen möchte heute. Ja, kurz zu meinem Unternehmerhintergrund. Ich habe ein Unternehmen mit 2 Mitarbeitern, 170 Klienten aufgebaut in den letzten 4 Jahren und habe dadurch gemerkt, was natürlich auch Stress und körperliche Belastung, fit sein, Gesundheit, Zeitmanagement, Produktivität für eine Rolle spielen und will eben die besten Learnings daraus für dich teilen. Der erste Punkt ist es, sich bewusst Auszeit zu nehmen. Und das ist eine Sache, die extrem vielen Leuten schwer. Denn wir leben in einer Gesellschaft, wo extrem viele Leute sehr, sehr viel Zeit investieren in die Arbeit, was ja auch erstmal geil ist. Ich glaube, es gab noch nie Leute, die so viel inspirierend durchgezogen haben mit ihrem Business. Und wir leben in einer Zeit, wo jeder um einen herum nur am Arbeiten zu sein scheint. Mal ganz abgesehen davon, dass vieles auf Social Media natürlich fake ist, ist es ja grundsätzlich eine Sache, die extrem hilft, wenn man dadurch inspiriert ist, mehr zu arbeiten. Das Problem ist halt, dass viele nur noch am Arbeiten sind, wie ein Zombie, sich keine Auszeit mehr nehmen, ihren Schlaf vernachlässigen, Körper vernachlässigen und dann zwar 10, 12, 14, 16 Stunden am Tag am Arbeiten sind, aber wie viel Prozent davon ist dann wirklich produktiv? Das Wichtige ist, irgendwo hat ja jeder auch diese innere Stimme, die einem sagt, nimm dir doch mal Auszeit, mach doch mal was mit Freunden, geh doch mal raus, geh doch mal was essen, geh mal mit deiner Freundin raus, was auch immer. Und das Problem ist, wenn man diese innere Stimme unterdrückt, die jeder irgendwo hat, dann kommuniziert das deinem Unterbewusstsein etwas sehr, sehr Schlechtes. Und zwar, meine Bedürfnisse sind mir nichts wert, ich selbst bin mir nichts wert. Und wie willst du ein geiles Team führen, ein geiles Unternehmen aufbauen, motiviert arbeiten, wenn das in deinem Unterbewusstsein drin steckt? Also für deine Umsetzung, nimm dir tägliche Pausen. Trink draußen einen Kaffee, geh an die frische Luft, mach eine Runde Grounding, mach was Sport, trink dir einen Tee, mal was in einem Buch lesen, Handy weglegen, alles geile kleine Pausen, wo du abschalten kannst und danach wieder mit Fokus und Energie weitermachen kannst. Genauso auch wöchentlich abzuschalten. Sprich, dir auch mal einen halben Tag pro Woche zu nehmen, wo du einfach mal nichts machst, wo du mit der Freundin Zeit verbringst, wo du einen Ausflug machst, wo du Dinge machst, die das Leben lebenswert machen. Ich habe für mich persönlich gemerkt, dass wenn ich nach ein paar Monaten extrem harter Arbeit mal für eine Woche irgendwo unterwegs bin, Quad fahren in den Bergen, da in einem Freizeitpark, dann hier im 5-Sterne-Resort. Das sind Sachen, die machen das Leben lebenswert. Und dann bin ich auch wieder motiviert zu arbeiten, weil ich weiß, wofür ich das mache. Wofür ich diese Zeit opfer, um dann so eine Zeit auch wieder genießen zu können. Tipp 2, Sauna. Sauna hat extrem viele Benefits. Es entgiftet deinen Körper, es macht deinen Körper stärker, also das Immunsystem stärker. Du kannst Stress abbauen, du kannst entspannen, du kannst abschalten und neue Energie und Kraft tanken. Du bist weniger krank, du bist stressresistenter. Das sind Dinge, die bei einem Unternehmer wichtig sind, der sehr viel zu tun hat und der einfach funktionieren muss. Weil wenn du mal eine Woche lang ausfällst, klar, vielleicht hast du Mitarbeiter, aber selbst wenn es nur für die Lebensqualität ist, du kannst es dir nicht leisten. Wenn du 1, 2, 3 Mal pro Woche für eine Stunde dir Off-Zeit nimmst für die Sauna, ist das ein enormer Benefit. Du hast mehr Energie, du hast eine bessere Durchblutung, du schläfst besser, du bist erholter, du kannst dadurch wieder besser Energie gewinnen und häufig ist die Sauna auch einfach super, weil man vom klassischen Alltag abschaltet, man ist mal nicht am Bildschirm, man hat mal keine Calls, keine Meetings und deshalb ist es extrem wichtig und auch in der Sauna kommen mir wieder viele geile Ideen. Am besten, du suchst dir nach dem Video die nächstbeste Sauna raus, vielleicht hast du eine zu Hause, vielleicht hast du eine in der Nähe, trägst in deinen Kalender einen festen oder 2 oder 3 feste Saunatage ein und implementierst das direkt als Routine, direkt in die Umsetzung. Dritter Punkt, Massage. Etwas underrated, aber extrem, extrem hilfreich. Massage hat den Vorteil, du machst es normalerweise nur einmal pro Woche, aber es hilft enorm. Vor allem während dieser Massage, wo man einfach total entspannt wird, wo man Verspannungen löst, wo man sowieso den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, habe meine Calls, natürlich kann ich auch mal stehen, natürlich gehe ich auch mal raus, aber 90% des Tages verbringe ich am Schreibtisch, wahrscheinlich so wie du. Diese Schreibtischauswirkung von einer etwas, ne, ungeraden Körperhaltung etc. quasi, ich will nicht sagen, wieder gut zu machen, weil das wäre nicht ganz korrekt, aber zumindest ein wenig zu verbessern, ist auf jeden Fall enorm hilfreich. Auch bei der Massage kommen mir immer wieder geile neue Gedanken, geile Einfälle, die ich dann direkt danach umsetzen kann. Und du investierst vielleicht 50 Euro für eine Stunde, machst es einmal pro Woche, aber dieser Return on Investment ist extrem hoch. Plus, wofür verdienst du denn Geld, wenn du solche geilen Angebote dann nicht für dich nutzt? Ist auch wieder für Selbstwertgefühl sehr, sehr wichtig. Du tust was für dich und merkst es. Vierter Hebelfaktor. Schlafoptimierung. In unserer Bubble sagt man sehr, sehr häufig, wer jung ist, hat unendlich Energie. Man muss Nachtschichten machen, man muss so viel arbeiten, wie es nur geht. Und Schlaf ist überbewertet. Schlafen kann ich dann, wenn ich Geld habe, was auch immer. Und natürlich ist es wichtig, schnell an seinen Projekten zu arbeiten, Deadlines einzuhalten, auch mal über die normale Schwelle hinauszugehen. Das Problem ist dann, wenn man so viel Schlaf vernachlässigt, dass man keine feste Schlafroutine mehr hat, man nicht einschlafen kann, man nicht durchschlafen kann und vor allem morgens völlig am Arsch ist, wenn man aufwacht. Alle Unternehmer reden immer davon, wie wichtig ihnen ihre Zeit ist. Meine Zeit ist wertvoll, etc. Ist ja auch alles schön und gut. Aber wie kann es dann sein, dass Leute, die 8 Stunden investieren, morgens nicht mal erholt sind, wenn sie aufwachen? Wozu? Und das sorgt dafür, dass viele Leute einfach wie ein Zombie leben. Die stehen dann halt morgens irgendwann auf.
auf, wenn sie ihren Kaffee getrunken haben und halbwegs aus dem Bett gekommen sind, aber funktionieren einfach nicht. Und was bringen dann 2-3 Stunden mehr Arbeit auf einem Zombie-Modus, wenn dafür die Arbeit nicht produktiv ist? Lieber, man schläft eine Stunde länger, hat eine richtige Routine, und ich rede hier nicht von 9 Stunden Schlaf jeden Tag, rede ich von 7-8 Stunden voller Qualität. Dann kannst du die Zeit, die du am Arbeitsplatz sitzt, auch mal wirklich fokussiert arbeiten, bist nicht nach ein paar Minuten abgelenkt, hast nicht nach einer halben Stunde keinen Fokus, keine Energie, keine Konzentration, keinen Flow mehr, sondern holst wirklich alles heraus, und das ist, was ich für dich will. Ich habe es bei mir selber gemerkt. Ich habe kaum Fokus auf den Schlaf gelegt. Ich war kaum fokussiert. Dann habe ich meinen Schlaf absolut perfektioniert, auch mit den No-Straps und den Blaulichtfilterbrillen hier. Blaulichtfilterbrille abends sehr, sehr wichtig, wegen dem Blaulicht, was einen wach hält. No-Straps sehr, sehr wichtig, um einfach tiefer schlafen zu können, weil man mehr Luft durch die Nase bekommt und durch die Nase statt durch den Mund atmet. Tipp 5, gesundes Essen bestellen. Ich verstehe das ja, dass man keinen Bock hat, extrem lange zu kochen. Wer geht ans Office und kocht 3-mal am Tag für eine Stunde? Niemand, der 5-, 6-, 7-stellig macht. Und ich sag dir auch gar nicht, dass du Essen kochen sollst, aber dass du gesundes Essen brauchst, wenn du auch fokussiert arbeiten willst. Denn das Ding ist, wenn du einfach nur die richtigen Sachen bestellst, wenn du weißt, worauf du achten musst, hast du ja den gleichen Zeitaufwand vom Essen bestellen, aber eine ganz andere Arbeitseffizienz davon, weil du nach dem Essen nicht mehr müde bist, weil du nach dem Essen fokussiert weiterarbeiten kannst, weil deine Energie auch über den Nachmittag hinausgeht, weil du dann abends nach der Arbeit auch noch mehr Energie für Training und Freizeit etc. hast. Was auch ein Fehler ist, viele Leute versuchen sich dann gesund zu ernähren, indem sie Salat oder irgendwelche Bowls bestellen. Das Problem ist, die Salate machen häufig einfach nicht satt, haben zu wenig Nährstoffe, zu wenig Kalorien, geben dir keine Energie. Und diese Bowls haben auch zu wenig Kalorien, häufig, Achtung, kann man nicht verallgemeinern, haben aber vor allem meistens viel zu wenig Protein. Sprich, du bist nicht gesättigt, du machst nicht so deinen Muskelaufbau und dann bringt dir so eine Bowl auch recht wenig. Was du also machen kannst, ist dir zum Beispiel restauranttechnisch was beim Inder zu stellen. Hühnchen und Reis. Schau, dass es jetzt nicht voll mit Butter, Chicken, Tikka Masala, voll mit Soße etc., sondern relativ clean. Und dann hast du damit schon mal ein gutes Fundament, was dich satt hält und was dir Energie gibt. Natürlich reicht es jetzt 2 Lebensmittel nicht aus für alle Nährstoffe. Deshalb kannst du dir zum Beispiel verschiedenes Obst und Gemüse ins Office holen, was du dann zwischendurch snackst. Du kannst die rohe Leber einfrieren, die du als Multi-Nährstoff-absolute Bombe jeden Tag ein kleines Stück essen kannst. Und dann noch zum Beispiel gesunde Fette durch Eier, Avocado und vieles weitere. Nächster Tipp, viel Geld für gesunde Ernährung ausgeben. Qualität hat seinen Preis. Je teurer etwas ist, umso hochwertiger meistens. Gilt für Ernährung, gilt für technische Geräte, gilt für Coachings, alles Mögliche. Worauf kann man also achten? Ich würde alle Lebensmittel immer aus der höchsten Qualität holen. Sprich Biofleisch, sprich Top-Supplements aus Deutschland, laborgeprüft etc. Außerdem diese ganzen schädlichen Habits, Alkohol, Zigaretten, Snooze, Drogen, alles Mögliche einfach mal rauszukutten, wegzuschmeißen. Und auch das ist eine riesige Konsumfalle. Du willst also, dass deine Lebensmittel weniger Schadstoffe und mehr Nährstoffe haben. Sprich, lass diese ganzen verarbeiteten Scheißprodukte weg und fokussiere dich einfach mal darauf, einzelne Nahrungsmittel, einzelne Lebensmittel, die du so ernten oder schlachten kannst, zu konsumieren, statt irgendwelche Billigprodukte, die stark verarbeitet sind mit 30.000 Zutaten, die dich einfach nur krank machen. Denn das Wichtige ist, wenn du nicht für deine Gesundheit zahlst, musst du mit deiner Gesundheit zahlen. Frag dich, ob es das wert ist. Und wichtiger Punkt, hochwertiges Essen schmeckt einfach besser. Jeder, der schon mal den Unterschied probiert hat zwischen Billigwasser und gutem Wasser, zwischen Billigeiern und Bio-Freilandeiern, zwischen Billigsteak und hochwertigem Wagyu-Steak, weiß, was Qualität bedeutet und für einen geschmacklichen Unterschied macht. 7. Punkt, Kalorien tracken. Natürlich ist es nervig, macht nicht so viel Spaß, ich mache es auch nicht gerne, aber ich kann dir Folgendes empfehlen. Wenn du einen festen Standort hast, an dem du wohnst und jetzt nicht ständig unterwegs bist, dann kann ich dir empfehlen, dir einmal deine Kalorien auszurechnen, wie viel Proteine, Kohlenhydrate, Fette brauchst du, welche Makronährstoffe, Mikronährstoffe etc. Wenn du dabei Hilfe brauchst, schreib mir gerne. Und dafür einmal einen Plan zu erstellen, wovon du wie viel essen musst. Eine klare Tagesroutine. Das zum Frühstück, das zum Mittagessen, das zum Abendessen. Wenn du intermittierendes Fasten machst, nur 2 Mahlzeiten oder 2 Mahlzeiten plus eine Mahlzeit vorm Training. Und das wiederholst du dann einfach so lange, bis du dein Ziel erreicht. Wenn du dein Ziel erreicht hast, kannst du deine Ernährung wieder umstellen. Sprich, wenn du beispielsweise abgenommen hast, kannst du dann in den Muskelaufbau übergehen. Wichtig ist, dass du alles trackst, was du konsumierst. Viele Leute machen den Fehler, die essen dann eine Banane, die essen ein paar Nüsse, die essen eine Avocado, die trinken ein Glas Rohmilch. Alles Sachen, wo sie denken, yo, das ist ja nur ein kleines bisschen, das muss ich ja nicht tracken. Alles von diesen Dingen hat ein paar hundert Kalorien in der Menge. Und das summiert sich am Ende des Tages mal locker auf 500 Kalorien, wegen denen du es dann nicht schaffst abzunehmen und nicht dein Zielgewicht erreichst. Sprich, alles muss getrackt werden. Genauso wie das Tracking im Business wichtig ist, wie viele Zahlen du hast, wie dein Vertrieb läuft, wie dein Kundenmanagement läuft etc. Genauso musst du diese Zahlen auch im Fitnessbereich kennen. Sprich, über deine Gesundheit, über deine Ernährung, über dein Training, über deinen Schlaf, über vieles mehr. Tipp 8.
Geld für deine Gesundheit ausgeben. Dein Körper ist das Fundament für dein Business. Wenn dein Körper nicht funktioniert, funktioniert dein Business nicht. Wenn du keine Energie hast, wenn du krank bist, wenn du abgeschlagen bist, wenn du nicht leistungsfähig bist, dann kannst du entweder dein Business nicht führen oder vielleicht sogar dein Unternehmen mit deinen Mitarbeitern etc. nicht führen oder nicht als Vorbild vorangehen. Was sind sinnvolle Investments für deine Gesundheit? Ernährung haben wir bereits drüber gesprochen. Supplements haben wir bereits drüber gesprochen. Genauso würde ich auch auf medizinischer Ebene regelmäßig Blutbilder machen, Gesundheitscheckups machen. Maßnahmen für meine Regeneration nutzen, wie beispielsweise Sauna, wie beispielsweise Massagen. Genauso gibt es auch sinnvolle Tracking-Tools. Ob das jetzt hier so ein Whoop-Armband ist zum Beispiel, was ich gerne nutze, ob das ein Schlafring ist, ob das weitere Mittel sind. Es gibt sehr viele gute Möglichkeiten, um in seine Gesundheit zu investieren. Das nachhaltigste und ganzheitlichste ist natürlich auch ein Coach. Auch hierbei unterstütze ich, wenn du dazu mehr Infos willst, einfach mal auf meine Website schauen. Wichtig ist einfach, jedes Unternehmen und jeder Unternehmer funktioniert besser, wenn man morgens energiegeladen ins Office kommt, man eine gesunde Ernährung durchzieht, man einen fitten Körper hat, wo man sich selbstbewusst drin fühlt, wo man eine geile Ausstrahlung hat und wo man einfach fokussiert arbeiten kann und abends gut schlafen kann, man gesund ist. Jedes Unternehmen funktioniert besser, wenn jeder im Unternehmen fit, gesund und energiegeladen ist. Vorletzter Tipp, regelmäßiger Einkauf beim Bauern und auf dem Markt. Wieso nicht im Supermarkt, stellst du dir jetzt vielleicht die Frage, weil im Supermarkt nicht alle Lebensmittel die gleiche Qualität haben und nicht alle Lebensmittel vorhanden sind. Lebensmittel, die du zum Beispiel auf dem Markt kaufen kannst, sind folgende. Hochqualitatives Fleisch, hochqualitative Eier, Rohmilch, Rohmilchkäse, frisches Obst, frisches Gemüse, fermentiertes Gemüse, frische Beeren. Und das sind alles Lebensmittel, die voller Nährstoffe sind, die kein Mittagstief verursachen, keinen Blähbauch, keine Hormonprobleme, keine Hautprobleme, keine trockene Haut, keine Pickel, keine Energieprobleme, keine Schlafstörungen. Lebensmittel, die dafür sorgen, dass du keine Erektionsstörungen hast, dass dein Immunsystem stark ist und dass du leistungsfähig bist. Wenn du keine Zeit haben solltest, um auf den Markt zu gehen, kannst du sowas auch an einen persönlichen Assistenten abgeben. Ich persönlich mache es aber alleine, weil ich das einfach enorm wichtig finde, mir die Zeit für meine Gesundheit zu nehmen. Kommen wir zum letzten Tipp. Auswirkungen von Stress verstehen und Stress für sich nutzen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Stressresistenz, die jeder aufbauen muss, die man als Unternehmer braucht, um aufs nächste Level zu kommen, und extremem Stress, den man sich selbst verursacht, den man auch vermeiden könnte. Externe Dinge, an die du vielleicht nicht direkt denkst beim Thema Stress, ist, sich selbst Druck zu machen, sich mit anderen zu vergleichen, Angst vor der Verurteilung vor anderen Leuten zu haben, Performance-Druck, Perfektionismus, sich keine Fehler zu erlauben. All das sind Dinge, die dich in einer konstanten Anspannung halten, wodurch du es nicht schaffst abzuschalten, wodurch du nicht mehr in deiner Natur bist, wodurch dein Körper auch nicht regenerieren kann. Wenn du also als Unternehmer viel gestresst bist, ist es nochmal viel, viel riskanter für deine Gesundheit als für einen normalen Mensch. Denn ein normaler Mensch hat kein so hohes Stresslevel und diese Anspannung verursacht keine großen Probleme. Wenn diese Anspannung aber auf eine schwache Regeneration zutrifft als Unternehmer, dann passiert es sehr schnell, dass du krank wirst, passiert es sehr schnell, dass du nicht regenerierst, passiert es sehr schnell, dass du nicht deine volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen kannst. Für dieses Thema kann ich dir auch das Buch empfehlen, Wenn der Körper Nein sagt, von Gabor Maté. Sehr, sehr stark. Ja, einiges an Input. Ich hoffe, du konntest wirklich was für dich daraus mitnehmen, damit du leistungsfähiger bist, schneller vorankommst, schneller Fortschritte siehst und einfach gesund bist. Wenn dir das Ganze gefallen hat, abonniere gerne den Kanal und schreib unter dem Video, was du jetzt als erstes in deine Routine implementierst. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian Prietz.